Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf der Insel der Diebe und hier soll ja die zweite Hälfte... Ach, wie erkläre ich das jetzt? Wir waren ja vor einiger Zeit auf der Insel der Toten und haben dort einen Eingeborenen getroffen, ne? Der verwirrte Geist hier, genau. Und Bones, und was ist da? Bones. Hä, jetzt zeigt der Pfeil woanders hin. Ach so, Möglichkeiten oder was? Dann ist er auf Maracay. Ich bin jetzt verwirrt. Aha, da müssen wir auch. Dann ist es auch für da drüben gedacht. Okay. Haben wir dann jetzt überhaupt noch Quests? Caldera? Schatz am Strand der Festung. Was wäre dann hier noch? Aha. Ja, das schaut einfach aus. Dann ist alles nur noch mehr Richtung Gazir, ne? Botengang, das ist auch noch so eine Sache. Den können wir noch probieren machen. Dann hätten wir das auch fertig. Und die legendären Gegenstände, ne? Kann man das auch auf der Karte sehen, wo man das herkriegt? Nö, ne? Da müssen wir dem Hinweis folgen, ne? Kristallfestung. Im Shaganumbi-Stamm. Größte Expedition der Inquisition. Sieht man das vielleicht? Nope. Expedition, die größte. Ist damit gemeint die Schwertküste? Ich glaube. Puerto Isabella, ne? Kann ich mir gut vorstellen, was mache ich denn? Dann zerbrochene Rassel. Maracay-Stamm, okay. Der Strick sollte sich im Lagerhaus auf Antigua befinden. Echt? Aha. Interessant, die Voodoo-Nadel. Händlerin auf Antigua. Ach so, das ist sie. Totenschädel, Maracay-Stamm. Ja, okay, dann machen wir halt diese legendären Gegenstände noch. Den Botengang machen wir noch, die legendären Gegenstände, den Schatz am Strand der Festung. Und jo, dann werden wir aufbrechen, weil Sturmwind kriege ich nicht mehr hin wahrscheinlich, das habe ich versaut. Warte mal, alle Quests. Bringt mir auch nichts, ne? Das habe ich versammelt, glaube ich. Da weiß ich nämlich nicht mehr den Ort, wo ich die Waffe gefunden habe. Egal. Machen wir jetzt eins nach dem anderen am besten. Wo fangen wir an? Kristallfestung. Ist die nicht auch drüben? Ich glaube, ne? Die lassen wir mal übrig, diesen Kamm mit Zinken. Shaganumbi-Stamm. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt da auf der Insel der Diebe. Da ist ja nichts mehr. Dann werde ich mich zur Anlegestelle porten. Was soll man machen? Dann war das jetzt gerade ein Schuss in den Ofen. Ruderboot und zum Schiff zurück. Dann ist einfach... Ja, dann weiß ich nicht. Ist dieser Bones einfach... drüben. Achso, was mache ich denn? Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal die anderen Sachen zu holen. Wir müssen wieder den Kurs wechseln. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Wo fangen wir an? Hi, Captain. Ist ja wurscht, fangen wir bei der Schwertküste an. Ist ja egal, machen wir halt irgendwie so die Runde. Bitte mal kurz dahin. So. Einmal so. So, so, so. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Ein bisschen was können wir noch verkaufen. Da kriegen wir die legendären Gegenstände zusammen. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir sie alle haben. Ich hoffe, dass wir sie alle kriegen. Jo, oder zumindest die meisten. Mhm. Ja, 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 da, 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 da. So. Dann müssen wir wieder mit dem Ruderboot rüber auf die Insel.
Und dann können wir uns schon zum Chaganumbi-Dorf porten. Ist schon wieder finster. Ich gehe kurz in die Kajüte pennen, damit das Ganze für euch heller ist. Immer diese Dunkelheit. Dann nehmen wir mal die Chani mit, ha? Ich glaube, das wäre gut, wenn sie die Familie wieder sieht. Komm mit. Komm mit. Chi. Chi, da freut sie sich. So, zuerst gehen wir schnarchen. So, bis zum nächsten Morgen. Das dürfte passen. Passt perfekt. So. Aber das geht nicht, oder? Vom Schiff hinborden, geht das? Tatsächlich, das klappt sogar. Gut, das erspart uns jetzt ein paar wertvolle Sekunden. Servus. Grüß euch. Hallo, Lin. Warte, wer hat denn das verkauft? Ha. Warst du das? Hallo. Ulele. Ulele. Hat sie das verkauft? Äffchenschädel, wie schön. Ei, natürlich. Warte mal. Narrensaft. Rezept für Narrensaft. Was kann er dann? Narrenkappe, schwarze Oleander. Stimmt, diese Rezeptchen müssen wir ja auch mal kaufen. Meine Güte. Ritualtrank, Überzeugungstrank. Narrensaft, auf den wäre ich jetzt echt gespannt. Den kaufe ich jetzt einfach mal. Trank der Diebe, weiß ich nicht so recht. Werden wir vielleicht noch lassen. Aber die Äffchenköpfe, die kaufe ich auch mal. Das hört sich furchtbar an. Aber ist so. Was können wir denn verkaufen? Das, bis auf einen wieder mal. So, dann. Speer kann sie haben, wieder bis auf einen. Dann, was können wir noch hier? Papageien sicher nicht. Ich gehe mal auf Blunder, dann sind wir schneller. Schwertrolling lassen wir auch noch, wenn wir was schmieden wollen. Die Keule lassen wir auch, da ist noch eine Axt, aha. Da kann sie auch drei Stück haben. Dann. Äffchenschälen haben wir gerade gekauft, die lassen wir. Zähnchen, die zur dritten brauchen wir vielleicht noch. Perlen kann sie mal vier haben. So, die schwarze Perle lassen wir noch. Boah, da haben wir Goldbrocken, das ist sau groß. Ja, passt glaube ich schon mal, ne? So, sie hat das jetzt glaube ich nicht gehabt. Wie hat das jetzt geheißen? Ich bin so schlecht. Naja, nicht die Kanonenkugel. Flasche der Gedanken. Das hatte sie jetzt nicht, ne? Flasche der Gedanken. Das könnte eventuell auch die Chefin haben. Hoppala. Steht hier der Häuptling? Ich glaube, ne? Dass der mal hier ist. Huch, ich stecke da in der Wurzel fest. Park hier. Jo, der Häuptling. Und sein Frauchen. Glaube ich, sie war's, ne? Wo du Kunst handeln. Lass uns handeln. Hat sie das jetzt etwa... Jade, Ohrring, Knochen, Dingens, Flasche der Gedanken, da ist er. 2000, ja, bist du narrisch? So teuer. Dann werden wir beginnen, jetzt mal die ganzen Idole und das ganze Schlumpertwerk da zu verkaufen. Das kann sie haben, das und das. Dann dieses, jenes, das und das. Dann hier und das. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Wir kaufen Flaschen der Gedanken. Totenkohl plus 10 kostet 2000, ja, ist ein Schnäppchen. Ein Schamane soll in ihr die Gedanken unzähliger Toter eingefangen haben. Jo, nehmen wir mit. Passt, kriegen wir Erfahrung. Sehr gut. Gut. Zepter der Angst, Zepter der Macht, Knochenohrring. Ne, brauchen wir, glaube ich, alles nicht, oder? Passt. Dann, ich bedanke mich und ich borge mir kurz deinen Voodoo-Kessel aus für den Narrensaft. Was kann der eigentlich? Permanente Wirkung. Schmutzige Tricks plus 2, Diebeskunst plus 2, Silberzunge plus 2. Permanente Wirkung, unverkäuflich. Ein Gebräu aus verschiedenen Kräutern und einer Narrenkappe. Du bist reaktionsschneller und geschickter. Okay. Jo, warum eigentlich nicht, oder? Wir haben ja so viel. Machen wir gleich 5. Passt. Die Firma dankt.
Permanente Wirkung, das speichere ich gleich. Ich hätte vorspeichern sollen, ne? Ich schlaue Frau. Ist ja wurscht. So. Soll ich einen neuen Spielstand noch machen? Machen wir einen neuen. So. Spielstand 7. Nein, das ist der 12., glaube ich, gell? Yep. Perfekt. Gut. Chani? Irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge? Nein. Vielleicht später. Okay. Das ist echt ziemlich teuer, dieses Zeug zusammenzufarmen. Das können wir nicht auf einmal alles durchziehen wahrscheinlich. Aber ich muss. War ich hier drinnen? Mhm. Verstehe. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und unser Äffchen hier benutze, das hier alles ausrauben könnte, unbemerkt. Schauen wir mal. Hat es unsere Skills? Aha, öffnen muss ich selber. Schloss knacken. Ja, toll, was blöd. Okay, na logisch irgendwie, ne? Ich wollte es jetzt nur mal testen. So einfach? Natürlich nicht. Okay, das war verkehrt. Okay. Das schaut gut aus. Oh, nicht so schlecht gelaufen. Super. Was haben wir denn da? Perlenohrring. Mhm. Silberzunge plus 5. Goldwert 40. Der Perlenohrring fasziniert. Ja, den haben wir zufällig auch an. Wie schön, können wir verkaufen. Eine Rassel. Goldwert 12. Eine Voodoo-Rassel der Eingeborenen. Mhm. Rohes Geflügel, super. Auge, Ohr, Bauplan für den Schmuck des Jägers. Da fehlen uns noch ein Hauer. Jadestein und Krallen brauchen wir dafür. Jeweils ein Stück und zwei Stück Hauer. Goldwert 50, alle Anweisungen und Materialien für den Bauplan eines Schmuck des Jägers. Du hältst Kette des Jägers. Ritual plus 10, Goldwert 100. Dieser Anhänger wurde aus verschiedenen Jade-Trophäen gefertigt. Okay, sauber. Nehmen wir alles mit. Schön. Ein Bettchen zum Schlafen brauchen wir gerade nicht unbedingt. Ich habe die Hütten nie ausgeräumt. Puh. Hier aber auch nicht. Na. Ja, gut. Liegt hier noch was? Na, es hat nur so ausgeschaut. Okay, dann nehmen wir die Truhe uns zur Brust. So, bist du einfach? Jo, eigentlich schon. Ein Speer, Warzenschweinfell und die dritten Zähne, ne? Gut, perfekt, nehmen wir alles mit. Das war jetzt nicht so ergiebig, finde ich, aber naja. Gianni, geh aus dem Weg! Die will immer kuscheln, die Chani. Was haben wir denn hier? Nur ein paar Bettchen, sonst nichts. Okay. Dann ist da vorne noch ein Hütchen. Da waren wir wahrscheinlich auch noch nicht drin. Servus. Grüß euch. So, dann haben wir die Armen hier auch ausgeraubt. Haben wir bei den... Bei der Inquisition haben wir da, glaube ich, da fehlen auch noch ein paar Truhen, ne? Proviant, 3 Stück. Zweimal Goldkleb, dann Schwarz Oleander und Würgeranken. Perfekt. Nehmen wir auch alles mit. Super. So. Passt, das hätten wir auch. Dann sind wir hier mit dem Dorf wahrscheinlich fertig. Außer wir haben hier oben im Tempel noch was übersehen, weil wir damals noch nicht so gut waren. Im Klauen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube, da war nichts drin, oder? Dab, dab, dab. Ich muss ein bisschen Diebstahl betreiben, weil ich kriege das Geld sonst nicht zusammen für die ganzen legendären Gegenstände, die wir kaufen müssen. Mal kurz schauen. Auf die Seite. Bereithalten, die Leertaste, für den Fall, dass irgendwo eine Falle ist. Weil dann waren wir definitiv schon hier.
Achso, das war hier so? Ah, ich glaube, das haben wir schon gemacht gehabt, ne? Na, die Chani müht sich hier rauf. Die Arme. So. Jetzt auch denkt, der verarscht mich doch. Zuerst klettert er hier rauf, dann dort rauf. Blöder Depp. Aber so wie es ausschaut, waren wir hier, weil da ist alles leer. Ja, passt. Gut. Da quält sie sich wieder rauf. So, fein. Dann haben wir das schon. Servus. Hier haben wir... Genau. Hier ist auch nichts mehr. Passt. Haben wir geschafft. Jetzt kann ich mich theoretisch wegporten. Ne? Dann würde ich vorschlagen, Inquisitionsturm, Friedhof. Normalerweise Puerto Isabella. Da müsste mal diese Kanonenkugel sein. Ne? Die Frage ist nur... Aha, okay, es lädt gerade wieder. Die Frage ist nur, wie und wo. Da ich jetzt da vermehrt mit Leuten sprechen werde, werde ich kurz die Waffe hier wechseln zu unseren Papageien. Vielleicht kriegen wir so noch irgendwas Vernünftiges. Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Ja. Hallo. Lass uns handeln. Ja, können wir auch Lass machen. Uns handeln. Alter Dingsbums. Ah ja, die hat die Hüte und so weiter, ne? Haben wir da jeweils schon eine Knochensäge? Ja, das haben wir alles, ne? Puh. Ich will gerade echt kein Geld ausgeben für Proviant oder Grog oder Rum. Wir sind ja echt ein bisschen knapp. Knapp bei Kasse. So, da drinnen war ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Da haben wir auch langsam alles mitgehen lassen, ne? Eine Truhe oder so haben wir auch nicht übersehen. Gut, hier müsste es stimmen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, das Ganze, ne? Ich probiere da oben jetzt mal. Da sehe ich gerade was Interessantes. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich hier auf die Seite... Boah, da muss ich vielleicht speichern, nicht, dass ich mir das Genick breche. Warte kurz. Und alle hopp. Wow, okay, das hat hingehauen. Kommt da etwa das Äffchen rein? Das wäre gerade voll cool. Wir dürften da zu groß sein, ne? Aber da kann sich mal das Äffchen umschauen. Warte. Benutzbar. Äffchen. Mach mal. Vielleicht kommt es rein. Das wäre echt cool. Weil es soll ja bei Fenstern und so reinhüpfen können. Ja, schau mal. Ja, entferne dich. Verschlossen, okay. Pokal, Gold. Kleiner Goldbeutel. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Pokal. Goldbrocken. Gold. Ein Buch ist auch drinnen. Da wäre es echt cool, wenn man drinnen das irgendwie aufbringen könnte. Schale. Das geht gar nicht schlecht. Aber das ist echt blöd. Wegen Schlossknacken und so, ne? Weil da ist noch ein Buch. Da ist noch eine Kiste. Echt blöd, ne? Aber so hat man schon mal ein bisschen ausrauben können. Mei, das Äffchen ist so niedlich. So, zurück zum Härchen. Heieiei. Oh, das ist echt eine coole Sache. Aber die Frage ist, wow, wo kriegt man die ganzen Schlüssel her? Schaffe ich das? Wow, nein, sterbe ich? Okay, na, passt. Puh. Wo kriegt man die ganzen Schlüssel her? Geh bitte! Ja, entferne dich! Das ist nämlich echt eine blöde Geschichte. Und so ein Hintereingang, hat der vielleicht, hat die da... Irgendwie kann man vielleicht da klettern oder so? Wohl eher weniger, ne? Hier kommt er auch nicht drauf, ne? Ich habe schon gedacht gehabt, mal so... Ruck. Wow.
Ich bring mich eh noch selber um. Ich hab gedacht, wenn man hier aufs Dach oder so raufkommt, dass man vielleicht dann irgendwie da rein kann, ne? Es ist echt doof, dass das Äffchen nicht Schlösser knacken kann, ne? Na gut. Ein bisschen blöd das Ganze eigentlich. Haben wir da oben eigentlich alle Truhen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe alles, ich glaube schon, ne? Darum hatten wir auch alle Truhen. Na, hat man nicht. Haha. Lol. Hatten wir nicht. Und der Part ist vorbei, wieder mit Überlänge. Sauber. So, warte mal. Aha, das war auch verkehrt. So vielleicht. Aha, so geht er. Okay. Die eine Truhe machen wir noch. Das ist wieder das Ganze im Eifer des Gefechts und so, ne? Ja, das haben wir ausgeraubt. Ist hier sonst noch irgendwas? Dann kann ich den Raum hier schon mal als erledigt betrachten. Eine Tür. Okay. Die machen wir vielleicht auch noch fix. Oder nicht fix. Zack, zack, zack. Aha. Okay, warte. So. Dann so, so. So und so. Perfekt, haben wir geschafft. Dann können wir uns hier auch durchschleichen. Aha. Ui, okay, da brauchen wir ein bisschen mehr. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja noch unsere Tränke, die wir saufen können, ne? Aber das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir stehlen, rauben, plündern im nächsten Part weiter. Also dann, tschüssi!